Liebe Community, hier sind wieder Karin und Thomas vom MOOC DigiSkills für alle. Ja, lieber Thomas, heute sage ich sogar liebe Follower und Followerinnen, denn heute machen wir etwas anderes. Heute dreht sich alles rund um Social Media, also soziale Medien. Und dazu brauchen wir zuerst mal keinen Laptop, sondern nur das Handy. Soziale Medien oder auf Englisch Social Media sind nichts anderes als Webseiten, Programme oder Apps, mit denen Menschen über das Internet miteinander in Kontakt treten können. Sie können sich mit anderen unterhalten, etwas schreiben oder Fotos und Videos von Erlebnissen teilen. Ein Beispiel haben Sie schon kennengelernt, nämlich YouTube. Andere Beispiele sind Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder auch TikTok. TikTok war 2020 groß in den Schlagzeilen, weil es einen Streit zwischen den USA und dem Unternehmen gab. Das Gemeinsame an sozialen Medien ist, dass Sie dort ein Konto erstellen und dabei Ihre eigenen Inhalte hochladen, verschicken oder kundtun können. Was es dabei zu beachten gilt, erfahren Sie in diesem Video. Ja, dann starten wir. Mich interessieren Facebook, Instagram, LinkedIn und Xing besonders. Einige meiner Freundinnen und Freunde sind schon auf Facebook. Und ich habe gehört, LinkedIn kann ich auch für meinen Job verwenden. Nachdem wir in diesem Video unseren Fokus am Handy haben, starten wir im App Store. Dort laden wir Facebook, Instagram und LinkedIn aufs Handy herunter. Ein App Store heißt übersetzt nichts anderes als Geschäft für Programme. Nur ist dieses Geschäft online. In einem App Store gibt es verschiedene Programme, von Nachrichten über Spiele bis zu sozialen Medien. Sie können im Suchfeld des App Stores danach suchen. Wir suchen und finden Facebook und laden es herunter bzw. aktivieren es. Nach dem Download klickst du entweder auf Öffnen oder du öffnest es aus den Apps vom Startbildschirm. Wenn wir an sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook teilnehmen wollen, brauchen wir einen Account, zu Deutsch ein Konto. Wir haben im Verlauf dieses Kurses schon einige davon erstellt, daher überspringen wir das Ausfüllen. Beim Registrieren werden wir eine Reihe von Dingen gefragt. Die wichtigsten Dinge davon besprechen wir nachher und im nächsten Modul. Jetzt probieren wir einfach mal aus. Gute Idee, lass uns einfach loslegen. Wir sind jetzt auf der Startseite von Facebook. Im Feld "Was machst du gerade?" können wir jetzt etwas hineinschreiben und so anderen dies mitteilen. So kannst du selbst einen Beitrag in der Welt der sozialen Medien verfassen. Okay, ich klicke also hier und tippe. Hallo, das ist mein erster Beitrag auf Facebook. Und jetzt? Jetzt könntest du theoretisch noch ein Foto oder Video hinzufügen oder eine Hintergrundfarbe auswählen. Gut, dann wähle ich den Hintergrund mit den Rosen. Und dann klicke ich auf Posten, nehme ich an. So, und wo ist das jetzt? Ah, ich sehe schon meinen Namen hier. Und wenn ich weiter scrolle, ist da mein Beitrag. Toll! Ja, genau. Und andere Menschen können das jetzt ebenso sehen und liken, also auf Gefällt mir klicken. Oder sie können es kommentieren oder sogar teilen. Nachdem wir den Beitrag oder das Posting verfasst haben, landen wir wieder auf der Startseite. Wenn wir hinunterscrollen, sehen wir ein paar Beiträge, die uns empfohlen werden. Die sind Werbung. Nach einiger Zeit werden hier noch viel mehr Beiträge angezeigt. Wir haben aber noch keine anderen Kontakte, deswegen gibt es im Moment nicht mehr. Der Beitrag, den du geschrieben hast, wird anderen Menschen dann an dieser Stelle angezeigt. Hier, wo es sagt "Freunde finden", können wir nun andere Menschen finden oder Facebook auch den Zugriff auf das Telefonbuch deines Handys erlauben, um neue Kontakte zu ermöglichen. Wenn wir das wollen, gibt es die Möglichkeit, Freunde zu suchen, indem wir den Namen von Menschen oder auch Organisationen eingeben. Wollen wir der Gewerkschaft etwas schreiben, so suchen wir danach und können auf Nachricht klicken und der Gewerkschaft eine private Nachricht schicken. Diese Nachricht können dann nur die Gewerkschaft und ich sehen. Aha, das heißt jetzt also, wir brauchen noch eine andere App, damit wir eine Nachricht senden können? Ja, genau. Facebook hat inzwischen ebenso eine eigene Messenger-App dafür entwickelt. Davor konnte man auch über die Facebook-App selbst Nachrichten schreiben. Die Facebook Messenger-App ist also ähnlich wie WhatsApp, Signal oder andere Nachrichtendienste. Du hast es erfasst. Es kommt mir so vor, als wären vom Prinzip her alle Social Media sehr ähnlich. Ich erstelle Inhalte, verfasse Postings, schreibe anderen privat oder auf deren Pinnwand.
mache eine Story bei Instagram oder poste ein Foto, richtig? Ja, genau. Dabei gibt es aber auch ein paar Dinge, die du beachten solltest. Zum Beispiel Filterblasen und Echokammern oder psychologische Tricks der Unternehmen. Wie Sie gesehen haben, können alle Menschen Beiträge oder sogenannte Postings verfassen. Doch was Sie genau sehen, wird im Hintergrund von automatisierten Computersystemen, sogenannten Algorithmen, bestimmt und damit gefiltert. Die Algorithmen sind geheim, denn hinter Facebook, Twitter oder LinkedIn stehen Konzerne, die ihr Geld mit den Daten und Beiträgen der Nutzerinnen machen. Daher versuchen die Unternehmen mit psychologischen Tricks, die Nutzerinnen möglichst lange auf der Seite oder der App zu halten. Das gelingt den Unternehmen auch sehr gut, denn viele Nutzerinnen verbringen viel mehr Zeit auf den Seiten oder Apps, als ihnen lieb ist. Neben dem Like- oder Gefällt-mir-Knopf gibt es einige Mechanismen, welche die Belohnungszentren im Gehirn besonders anregen und Glückshormone ausschütten lassen. Facebook kann auch erkennen, wie es uns geht. Das wird wiederum für Werbung innerhalb der Apps genutzt. Auch sollten Sie nicht alles glauben, was Sie auf sozialen Netzwerken sehen. Es gibt viele Fake-Konten, die fake, also nicht echt sind und versuchen, andere zu täuschen. Wer kann jetzt eigentlich mein Posting lesen? Das kommt ganz auf deine Privatsphäre-Einstellungen an. Eine grundsätzliche Unterscheidung ist zwischen öffentlich und privat. Öffentliche Beiträge können alle sehen und private nur diejenigen, die du in deinen Einstellungen dazu berechtigt hast. Ah ja, ich kann mich erinnern, früher war in den Medien öfter von Facebook-Partys zu hören. Da kamen dann oft hunderte unbekannte Menschen zu einer Feier nach Hause, obwohl sie niemand kannte. Das war genau deshalb, weil die Privatsphäre-Einstellungen nicht auf privat, sondern auf öffentlich eingestellt waren und jede Person kommen konnte. Ja, genau. Also wenn ich jetzt beim Beitrag Freunde einstelle, dann können das auch nur diejenigen lesen, die ich als Freunde eingestellt habe. Gut so. Ja, und es gibt noch viel mehr Einstellungen bei Facebook und den anderen Plattformen, die du dir ansehen solltest. Das ist für die Datensicherheit gut. Aber vergiss nie, dass es auch Algorithmen im Hintergrund gibt, die beeinflussen, was du überhaupt zu sehen bekommst. Wie bereits erwähnt, werden Nachrichten vom System aus vorgefiltert. Somit befindet sich jede Nutzerin und jeder Nutzer in einer sogenannten Filterblase. Algorithmen versuchen vorherzusagen, was wir gerne sehen, lesen oder hören wollen. Manchmal ist das hilfreich, wenn wir die passenden Suchvorschläge bekommen. Aber es kann auch dazu führen, dass wir Inhalte oder andere Meinungen gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Dies kann dann zu sogenannten Echokammern ausufern. Und wie der Name schon sagt, kommt aus den Echokammern nur das zurück, was man hineinposaunt. Je mehr wir mit Menschen, die genau die gleiche Meinung wie wir selbst haben, Zeit über diese sozialen Netzwerke verbringen, desto mehr kann es die bestehenden Ansichten verstärken. Dieser Effekt ist in der virtuellen Welt viel stärker und wird durch die Algorithmen noch befeuert. Und prinzipiell gilt auch in den sozialen Medien gut zu überlegen, was sie schreiben, denn es gibt gewisse Verhaltens- und Gruppenregeln. Auch die Rechtsprechung macht vor dem Internet nicht Halt. Gerade Beleidigungen gegen andere Menschen, Verleumdungen oder Verhetzung über das Internet können auch verklagt werden. Manchmal muss aber gar nicht geklagt werden, bis es zu Konsequenzen kommt. Es gibt sogenannte Shitstorms, bei denen eine Person oder eine Institution von ganz vielen Menschen sehr heftig kritisiert wird. Oft wird auch von einem virtuellen Pranger gesprochen, an den eine einzelne Person gestellt wird. Das kann sogar so weit gehen, dass Arbeitgeberinnen einzelne Mitarbeiterinnen durch deren Mitwirken an einem Shitstorm entlassen. Egal, ob du dich in beruflichen oder privaten Netzwerken bewegst, grundsätzlich ist es gut, sich an gewisse Verhaltensregeln zu halten. Egal, was im Internet geschrieben wird, sollte man damit rechnen, dass es von allen Menschen gesehen werden kann. Und außerdem, das Internet vergisst nie. Übrigens leiten Sie uns, also die Arbeiterkammer, ABIF, die TU Graz und die GPA, doch auf unseren Facebook-Seiten. Das werde ich gleich machen. So bleibe ich immer auf dem Laufenden. In diesem Video haben Sie gelernt, was Social Media sind und wie Sie damit umgehen. Sie können jetzt Beiträge auf Facebook und in anderen Apps verfassen und wissen, was Sie dabei beachten müssen. Sie haben gelernt, was Algorithmen sind und dass Unternehmen Geld damit verdienen, was Sie auf sozialen Medien machen.